Die Lage in der Ukraine ist nach über 100 Tagen Krieg immer noch überaus angespannt. Nachdem sich in den letzten Wochen der Fokus überwiegend von der umkämpften Stadt Mariupol auf den Donbass gerichtet hat, läuft parallel hierzu eine westliche Medienkampagne, die Russland Kriegsverbrechen und den ständigen Bruch internationaler Verträge vorhält. Wie in jedem Krieg ist die Lage auch in der Ukraine überaus undurchsichtig und es ist schwer zu beurteilen, was wirklich geschehen ist. Mein heutiger Gast hat als Korrespondentin aus den umkämpften Regionen in Mariupol und dem Asowstal-Stahlwerk berichtet und kann daher aus erster Hand ihre Eindrücke von der Lage vor Ort schildern. Ich begrüße die Journalistin und Auslandskorrespondentin von RT.de, Margot Zwereda. Hallo Margot. Hallo. Ja, liebe Margot, ich möchte mit dir ganz gerne mich über deine Eindrücke und Erfahrungen in der Ukraine unterhalten. Kannst du vielleicht zu Beginn einmal erläutern, wo du überall warst, aus welchen Städten, aus welchen umkämpften Regionen du berichtet hast? Ich muss mich auch räuspern, ich bin ein bisschen krank und das ist wirklich, nachdem ich zurückgekommen bin, ich war da ja 2 Wochen und da waren alle so ein bisschen angeschlagen, aber da ist das Adrenalin immer so hoch, dass man nicht krank wird und sobald man zurückkommt, dann kommt das alles. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal. Der Donbass, wir waren da vor allen Dingen in Donetsk, also Donetsk war so das Hauptquartier, wenn man das so nennen darf, also da gibt es noch genug Hotels, wo man sich aufhalten kann. Wir haben aber wirklich viel Zeit in Mariupol verbracht, meine Mutter hat noch gefragt, warum seid ihr nicht die ganze Zeit in Mariupol, denn das wird ja nicht mehr beschossen, aber in Mariupol ist es natürlich so, dass es kein einziges ist übertrieben, aber so gut wie keine Gebäude sind noch heil. Also es ist wirklich apokalyptisch. Die Menschen wohnen da ohne Strom, ohne Wasser, ohne Gas und wohnen tatsächlich noch in diesen Häusern, wo man sich das kaum vorstellen kann. Also da haben wir uns oft aufgehalten und vor allen Dingen waren das wirklich Mariupol und Donetsk. In Mariupol musste man immer aufpassen, dass da keine Minen hochgehen unter den Füßen. In Donetsk musste man dann aufpassen, dass da von oben nichts kommt. Also das war schon recht viel los. Aber vor allen Dingen Donetsk und Mariupol. In der Luganska-Region waren wir nicht. Und außerhalb waren wir auch kaum, muss ich sagen. Also sowohl in der Wache und so sind ja dazwischen, zwischen Donetsk und Mariupol. Aber wir waren größtenteils in diesen beiden Städten. Du hast auch aus dem umkämpften Asowstal-Stahlwerk berichtet. Wie waren deine Eindrücke vor Ort? Also, als ich da war, war es natürlich nicht mehr umkämpft, sah aber immer noch so aus. Also, es ist, ich glaube, ich kann mir momentan schwer vorstellen, dass ich etwas im Leben sehen werde, das mich mehr beeindruckt als das, was ich da gesehen habe. Es ist auch sehr schwer gewesen, da reinzukommen. Und es ging ehrlich gesagt auch nur über Bekanntschaften und so weiter und so fort. Es ist immer noch gefährlich. Also, es ist ja immer noch ein sehr vermintes Gebiet. 11.000 Quadratmeter, so, es ist ja wirklich sehr, ist riesig, es ist nicht nur ein Werk, das sind viele Werke, viele Fabrikhallen, es gibt viele unterirdische Gänge, also es ist wirklich wie so eine Stadt innerhalb der Stadt, so wird sie in Mariupol auch genannt und man muss sich halt vorstellen, es ist wie, also man fühlt sich eigentlich entweder wie in einem Film, in so einem Postapokalypse-Film oder in einem Videospiel, also so kam ich mir die ganze Zeit vor, du läufst da durch und hast die ganze Zeit das Gefühl, das ist einfach nicht real, was du siehst, das ist alles zerbombte Stahl, also wirklich Stahlgebäude oder nicht Gebäude, was auch immer das ist, man weiß auch nicht mal, was das überhaupt war, was da, also es sieht teilweise sogar irgendwie martianisch aus, also es ist wirklich etwas, du schaust hin und glaubst einfach nicht, dass du das Ganze siehst. Ich kann dir später noch Bilder zeigen, also den Bericht haben ja auch viele gesehen, aber wenn man das mit eigenen Augen sieht, dann ist es schon noch was ganz anderes. Also wenn man Kriegsbilder sieht oder ja, im Fernsehen, ist es eine Sache, wenn man vor Ort ist. Erstens bist du, also du siehst es ja nicht nur, du bist angespannt, weil du eben nicht auf eine Mine treten willst oder dein Bein an irgendwas aufreißen willst. Dann riecht das immer noch nach Toten, muss man auch dazu sagen. Ein paar Leichen habe ich sogar noch gesehen aus einiger Entfernung. Aber die Erde, wie mir erklärt wurde, die Erde saugt auch diesen Leichengeruch in sich auf und du riechst das die ganze Zeit. Also das ist schon wirklich, ja, es ist alles unwahr. Und vor allen Dingen siehst du auch, was Azov-Kämpfer da hinterlassen haben. Also es ist einerseits so dieses Große, was du wahrnimmst,
Und andererseits diese Details, also Bücher sogar, die sie hinterlassen haben, weiß ich nicht. Also Deos, Bücher, Schuhe. Und dann habe ich, das habe ich schon einigen erzählt, also was mich so im Detail beeindruckt hat, ich habe eine Ikone gefunden, die da auf so einem Rohr lag, das da ja, so halb löchrig war von den Kämpfen. Und da stand, ihr sollt einander lieben und sowas. Ich so, oh mein Gott, sehe ich das wirklich alles? Also wie in einem Film tatsächlich, als hätte das da jemand absichtlich hingelegt, dass du das siehst. Und da muss man natürlich auch aufpassen, wenn man auch so Sachen sieht. Da waren auch Laptops zum Beispiel, die dann zerstört wurden von den Azov-Kämpfern selbst, dass die Informationen halt nicht in feindliche Hände geraten. Das sowas darf man zum Beispiel nicht anfassen und sowas. Also du bist einerseits Journalist, willst das alles sehen, willst das alles auch anfassen und schauen, was da drin ist. Andererseits musst du auch aufpassen, dass da nichts hochgeht. Also weil solche Sachen werden dann auch willentlich vermint für solche Leute wie uns, die dann kommen, oder halt russische Soldaten, die dann auch aufpassen müssen natürlich. Wir standen auch vor so einem ja, das war noch ziemlich heile, so ein Krankenwagen, da war noch ziemlich heile. Und ich habe davor Stand-up gemacht und einen Tag später wurde uns ein Video geschickt von dem gleichen Wagen, dass die Tür, also und wir haben uns noch überlegt, ob wir die Tür aufmachen sollen, dass diese Tür von innen vermint war. Also das ist schon Arbeit in Bedingungen, die du so nicht kennst von woanders. Also was ganz anderes. Kriegsjournalismus ist nun mal was ganz anderes als alles andere, ja. Du hast auch aus dem Foltergefängnis des Azovs-Bataillons berichtet, in Mariupol am Flughafen. Das hieß, glaube ich, offiziell war es eine Bibliothek. Was konntest du vor Ort sehen und berichten? Ich glaube, offiziell war das nicht. Also Azov-Camper haben das Bibliothek genannt und die Genau, Gefangenen, die, das meinte ich, ja. genau, sie haben es Bibliothek genannt und ja, interessanterweise haben sie die Gefangenen, die sie da gesammelt haben, als Bücher bezeichnet. Also sie haben gesagt, wir haben hier zwei neue Bücher, die reinkommen. Und deshalb war das Bibliothek. Ja, das war natürlich auch sehr beeindruckend, weil wir da mit drei ehemaligen Gefangenen waren. Einer war ein Kämpfer von DNR, also der Donetsker Volksrepublik, und zwei Frauen. Ja, also man kann nicht, die natürlich nicht in der Armee waren oder sonst wo, ihnen wurde Verschiedenes vorgeworfen. Also, und wenn du mit diesen Leuten da bist und auch siehst, wie sie plötzlich anfangen zu stottern, sobald sie das Gebäude betreten. Und vorher hast du dich ganz normal mit denen unterhalten. Das ist dann schon, ja, also es wird schon klar, was da passiert ist, sobald sie da über die Schwelle gehen. Und dann hat der Mann auch wirklich sehr viel erzählt und sehr detailreich. Und wir sind diesen Gang runtergegangen. Das sind links so diese Kühlschränke, wie sie das genannt haben, so Kammern, wo sie sich aufgehalten haben. Was heißt aufgehalten? Wo sie gefangen gehalten wurden. Und Kühlschrank heißt das, weil sie wirklich, also es war kalt da drin und sie saßen nackt innen drin. Es war vollkommen dunkel. Also der Mann saß da mit sechs anderen in diesem Kühlschrank und er hat gesagt, dass er nicht mal wusste, wer das ist. Also du hast die Leute nicht gesehen, du durftest nicht mit denen reden, du wusstest nur, dass da immer wieder jemand rausgeholt wird und halt gefoltert wird. Ja. Und dann hat er uns in den Räumen auch erklärt, hier waren diese Hacken, wo sie uns aufgehangen haben. Und hier war das und hier war das. Hier war die Kammer, wo sie Fußball gespielt haben, also wo sie uns auf den Boden geworfen haben und dann zu zehnt auf uns eingeprügelt haben. Und ja, da läuft es einem schon kalt den Rücken runter. Wir waren auch danach in einem anderen Gebäude mit dem Mann. Und da war ich ohne mein Team mit ihm im Keller drin und dann sagt er, ja, komm her und hier und da und da liegt ja überall was rum, also es ist nicht aufgeräumt oder so, es ist alles teilweise zerstört und dann liegt da, ich weiß gar nicht, so also sehr viel Hülsen, Essen, es stinkt nach allem Möglichen, auch nach Leichen wiederum und so weiter und so fort und dann führt er mich da durch und sagt, nee, hier gehen wir nicht rein, hier stinkst du sehr nach Leichen, die sind da bestimmt verwest und dann sagt er, und hier saßen die Azov-Kämpfer, ja, ich weiß es doch ganz genau, da war der elektrische Stuhl und da hing einer ohne Haut und dann denkst du so, oh mein Gott, ja, und wenn du dann da raus bist, dann bist du natürlich froh, aber wie gesagt, dein Adrenalinpegel ist die ganze Zeit enorm hoch und irgendwie wirst du da auch ein bisschen zynisch durch, aber irgendwo auch nicht. Also es ist wirklich, wie gesagt, ein ganz
ein sehr kompliziertes Arbeiten. Irgendwo leicht, weil diese Stories dir in die Hände fallen quasi. Du musst fast nichts tun. Es gibt Geschichten an jeder Ecke, die darauf warten, erzählt zu werden. Andererseits nimmt dich das natürlich mehr mit als quasi alles andere, was du zuvor gedreht hast. Naja. Ja, und eine Geschichte kann ich auch erzählen aus dieser Bibliothek. Da habe ich im Anschluss selbst mit dem Handy was gedreht, bin den Gang runtergelaufen und mein Kameramann ist hinter mir gelaufen und hat einfach ja, mit Licht, so in seinem Handy Licht angemacht. Und ich laufe, er erzählt irgendwas und das liegt super viel auf dem Boden rum und ich laufe und laufe und laufe, erzähle da irgendwas mit dem Handy und dann trete ich irgendwo auf eine Glühbirne. Und ich habe noch gespürt, dass es so was Glühbirnenartiges ist, aber der Knall war wirklich laut. Und mein Kameramann dachte, ich wäre auf eine Mine getreten. Und ich habe noch diesen Moment auf Video, wo ich mich umdrehe und er ist vollkommen geschockt und ich lache noch. Also solche Geschichten, er war dann wirklich noch mehrere Stunden mitgenommen. Also es ist wirklich so ein Arbeiten, wo du erwartest die ganze Zeit, dass du auf eine Mine quasi treten kannst. Also, und in diesen Bedingungen musst du noch arbeiten und ja, und kompetent sein. Hast du denn auch vor Ort dich viel mit den Menschen ausgetauscht? Und wenn ja, was erzählen die? Wie sehen die die Lage vor Ort? Und gibt es auch, sag ich mal, einen Hass gegenüber den Russen oder Russland an sich? Also da muss man wirklich differenzieren, wo. Also Hass auf jeden Fall nicht. Das sind andere Gefühle. Also Donetsk, wenn man Donetsk nimmt und die Region, also da kann ich gar nicht davon sprechen, dass es irgendwelche Gefühle gegenüber Russen gibt, weil die Menschen sich als Russen sehen. Also sie sehen sich gar nicht als jemand anders als wir jetzt. Das heißt, für die steht das vollkommen außer Frage, dass die zu Russland gehören. Also sie verbindet mit der Ukraine nichts, also außer mit der Ukraine verbindet sie Hass. Ja. Und da habe ich wirklich oft das Wort Faschisten gehört, also vor allen Dingen, wenn du nach Beschissen rausfährst, an die Orte, wo gerade diese Bomben, was auch immer da runterkommt, sind ja verschiedene Sachen. Und dich mit den Menschen einfach auf der Straße unterhältst, dann hast du natürlich sehr viel Hass gegenüber der Ukraine. Also wie gesagt, die Menschen in Donetsk machen gar keinen Unterschied zwischen sich und den Russen. Für sie ist es so eine Art Zeitfrage, bis sie zu Russland gehören. Also ja, das ist auch das. Wir hatten so eine Art Straßenumfrage zum Tag Russlands am 12. Juni und habe ich auch gefragt, wie sie die Zukunft von Donbass sehen, ob sie eine eigenständige Region bleiben wollen. Oder ja, und die meisten haben gesagt, dass sie sich als ein Teil Russlands sehen. So, in Mariupol ist die Lage natürlich etwas anders, weil die Stadt nun mal schlimm aussieht. Du befindest dich natürlich in einem Schockzustand als jemand, also als ein Bewohner der Stadt. Aber da ist es auch unterschiedlich. Also die sagen dann nicht, oh, wieso seid ihr gekommen und habt uns das angetan? Also ich habe da oft gehört, warum habt ihr das nicht früher gemacht? Warum seid ihr nicht 2014 gekommen? Da hätte man die Stadt anders einnehmen können, ohne solche gravierenden Verluste. Ja, aber generell in Mariupol ist es schwierig, sich da mit Menschen zu unterhalten. Also wir waren da mit humanitären Gruppen, also Gruppen, die humanitäre Hilfe bringen. Einmal war das die russische Armee, einmal waren das Freiwillige, Ehrenamtliche. Und da hörst du natürlich nichts Negatives von den Leuten. Also die freuen sich, dass du da bist und also die freuen sich, die sind abhängig von dieser humanitären Hilfe. Und naja, und sie sagen halt, ja klar, von der Ukraine bekommen wir keinerlei Hilfe. Gut, dass ihr da seid. Bitte helft uns die Stadt oder bitte baut die Stadt schnell wieder auf. Also es ist da eher, also ja, da ist die Stimmung natürlich gedrückter als in Donetsk. Und da hoffen die Menschen, da sind die Menschen gerade damit beschäftigt zu überleben. Und da muss man auch sagen, da ist das Schlimmste, es wird immer wieder gesagt, da ist das Schlimmste vorbei. Ja, die Kämpfe sind vorbei. Also du bist nicht so angespannt, wenn du da bist in der Stadt. Aber das Problem ist, es muss trotzdem enorm viel gerade jetzt erfolgen. Also es gibt eine Cholera, wie heißt das? Cholera, ne? Epidemie, Cholera, die da Cholera gerade Epidemie. auf, genau, die gerade aufflammt, also die ist schon da, weil es eben kein fließendes Wasser gibt. Also nicht irgendwo schon, aber in den meisten Teilen der Stadt nicht. Es gibt nicht genug Krankenhäuser, funktionierende Krankenhäuser, nicht genug Ärzte. Also die Menschen da sind wirklich auf Hilfe angewiesen.
Das heißt, es ist wichtig, dass wir da hingehen, dass wir das filmen, dass wir auch sagen, ja, dass wir, also dass Russland, die Volksrepublik kennen. Also ich kann nicht sagen, wer da jetzt helfen kann, aber man hat wirklich das Gefühl, natürlich müssen wir helfen. Die Menschen sind ja auf uns angewiesen, allein können sie da nichts machen. Vielleicht eine abschließende Frage. Es wird ja auch immer viel davon berichtet, dass gerade Journalisten vor Ort unter widrigsten Umständen arbeiten müssen, wie du jetzt ja auch eindrücklich beschrieben hast. Wie hast du dich denn als Journalistin gefühlt? Hattest du ein Gefühl, dass du sicher aufgehoben bist und dass um dich auch gesorgt wird? Oder hattest du eher den Eindruck, dass man da weniger Acht drauf gibt, dass es Journalisten, vielleicht auch wie in deinem Fall, russische Journalisten wirklich gut geht? Also sicher fühlt man sich da nirgendwo, ehrlich gesagt. Das ist nun mal ja ein Konfliktgebiet. Und wie gesagt, entweder hagelt es von oben runter oder du musst aufpassen, dass du auf nichts drauf trittst. Also vor allen Dingen bist du auf dich selbst und dein Team angewiesen, ehrlich gesagt. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe mich nicht in die widrigsten Umstände begeben. Man könnte ja auch an die Front fahren, was viele von uns machen. Und berichten, wie da gerade geschossen wird. Und hier fliegt das und das und das. Das habe ich nicht gemacht. Weil ich auch zwei Kinder habe und mir mein Leben da wichtiger ist. Aber dennoch, auch wenn du das vermeidest, also wenn du nicht an die Front gehst, bist du trotzdem immer angespannt und ja, für dich und dein Team verantwortlich. Es gibt natürlich Gebiete, wo du ohne Begleitung, also ohne militärische Begleitung nicht hinfährst. Und da fühlst du dich natürlich besser, als wenn du allein unterwegs bist, also nur mit deinem Team. Aber dennoch, du fährst dann diese Strecke von Donetsk nach Mariupol, die du nur in Begleitung fahren darfst. Und das hat ja einen Grund, warum diese Strecke gesperrt ist für normale Menschen. Es ist, weil die Frontlinie da in der Nähe ist und es kann immer wieder was da angeflogen kommen. Das heißt, auch wenn du in Begleitung bist, dann kannst du dich zwar, du hast das Gefühl, dass du dich auf diese Menschen verlassen kannst, also auch auf die Armee, auf Militärangehörige, aber dennoch kann immer was passieren. Also Garantien, dass da nichts passiert, gibt es einfach nicht. Ja, du musst halt, ja, und da muss man aufpassen. Also ich habe ja schon gesagt, Geschichten gibt es überall an jeder Ecke. Und dadurch bist du auch sehr versucht, mehr zu machen. Also du weißt, hier könntest du hinfahren und da ist es wahrscheinlich weniger sicher als da, aber da könntest du das und das drehen. Und dann denkst du, ja, komm, ich mache das. Und da muss man halt wirklich so eine Gratwanderung hinlegen. Für sich selbst, also für sich wirklich so eine Grenze ziehen. Und ja, dass man sich selbst nicht so sehr in Gefahr begibt. Denn das passiert auch irgendwann. Also irgendwann gewöhnst du dich so sehr daran, dass du angespannt bist, dass irgendwo irgendwas knallt, dass du dich zu sehr in Gefahr begeben kannst. So, du selbst dich. Also du musst dann wirklich selbst so, weiß ich nicht, die Mutter den Vater spielen und sagen, so, nee, das geht jetzt nicht, das reicht. Mach das nicht. Aber andererseits ist es natürlich so, du weißt, dass du ständig in Lebensgefahr bist. Und deshalb machst du auch sehr gutes Material. Also du willst dich nicht in Lebensgefahr begeben, für eine durchschnittliche Reportage. Das heißt, das, was dabei ra rauskommt, ist dann letztendlich besser. Wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Wirst du nochmal in die Ukraine fahren und von den umkämpften Regionen berichten oder hast du jetzt erstmal genug erlebt? Also wenn man zurückkommt, denkt man zuerst nie wieder, weil du dann einfach nur glücklich bist, dass du lebst und wieder zurück bist. Aber ja, es verändert sich sehr viel in dir drin. Also wenn du da einmal gewesen bist, dann ist es, glaube ich, schwierig, nicht wieder zurückzugehen. So. Ja, also man muss das wirklich, wenn man Familie hat, dann ist man muss halt auch an seine Familie denken. Das sind ja Menschen, die sich alle Sorgen um dich machen. Also wenn ich alleine wäre, würde ich auf jeden Fall wieder zurückgehen. Da ich Kinder habe, da ich Eltern habe und so weiter und so fort, muss man das natürlich auch alles abwägen. Aber wie gesagt, wenn du einmal da warst, dann ist es, glaube ich, wirklich schwierig, nie wieder zurückzugehen. Mit diesen Worten bedanke ich mich vielmals bei dir, liebe Margot, und wünsche dir weiterhin alles Gute. Bleib wohlauf. Dankeschön.